Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen. Wir waren das letzte Mal ebenfalls hier an dieser Stelle, haben noch ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt geht's weiter. Als Meister der Magie schlendern wir hier durch die Gegend. Sollte man vielleicht mit Magie durch die Gegend schlendern, gell? Wäre vielleicht eine gute Idee. Ah, also, der Typ. Mit dem haben wir, glaube ich, auch schon ewig nimmer geredet. Na gut, Neil. Was ist? Gut, jetzt weiß ich aber, warum wir ewig nimmer mit dem geredet haben. Hier das erste Haus. Nicht das erste Haus, wo wir drin waren, aber eines der ersten Häuser, die wir überhaupt waren, in denen wir überhaupt waren. Und jetzt klingelt mein Handy, also bis in einer Sekunde. So. Also. Kurze Unterbrechung. Ohne Bedeutung natürlich. Ja, wenn man angerufen wird, also wenn man sehr begehrt wird, wird man oft angerufen und... Heilige Scheiße, da steht ein Echsenmensch. Bis jetzt jedenfalls. Also, es wäre jetzt geiler gewesen, wenn der Instant Death macht und da unten sind Panzergrillen. Zack, tot. Sonst noch welche Echsen? Nee, aber ein Wolf. Und der Vulkan bricht schon wieder aus. Oh yeah. Mein Gott. Achso, der hat uns noch nicht bemerkt. Mal schauen, ob er uns jetzt bemerkt. Aha, ihr miesen Penner. Kommt nur her. So, auch ein bisschen mit Konterparaden gearbeitet. Hey, und ein Teleportstein. Das ist schön. 9 Speere. Wobei. So dringend brauchen wir jetzt Mana auch nicht auffüllen. Gesundheit auch nicht. Da. Das ist eines der ersten Grünblätter, das wir übersehen haben. Oh, yeah. Oh. Die Panzergrillen sind auch nicht mehr so, wie sie mal waren. Also so furchteinflößend. Und erinnert euch, hier haben wir, glaube ich, unser erstes Schild bekommen. Hier irgendwo. Hier hinten? Nee. Irgendwo hier. Da in dieser Felsnische. Ja, genau, hier war das erste. Ruhe in Frieden. Da hat er es zum ersten Mal gesagt. Ruhe in Frieden. So, dann können wir jetzt auch hier weiter schauen. Okay. Naja, wirklich. Anspruchsvolle Gegner warten hier aber scheinbar nicht, oder? Na gut, es ist das Anfangsgebiet. Wobei, diejenigen, die hier zurückkehren, na, sollen vielleicht gar keine böse Überraschung erleben. Ja, ich könnte beide Richtungen verstehen. Entweder wie jetzt, Gott sei Dank hat der Typ die da weggeholt. Erinnert euch an die, keine Ahnung, Sarah? Ja. Ja. Ah. Oh, ja. Oh, ja. Sarah und Simon. Ist ein Buch von Ernst Hackel. Für diejenigen, die sich für was zum Lesen interessieren, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist eines der wenigen Bücher in Deutsch, die wir gelesen haben und nicht irgendwie fad oder halt alt eingesessen waren. Ist wirklich gut, also kann ich echt empfehlen. So. Wasserfass wäre jetzt vielleicht... Du kommst jetzt nicht, das ist gut. Perfekt, normal. Aber schaut mal, wie wenig das auffüllt. Unglaublich. Aber schön, okay, die habe ich jetzt. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Naja. Oh ja.
Wirklich anstrengend war das Töten dieser zwei Viecher jetzt aber wirklich nicht. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Dann wir wieder in Gönbulatgard liegen lassen. Ein Wolf. Zweiter Wolf. Perfekt. Es geht ja hier. Rutski, Zutski. Ah, und hier können wir mal wieder was braten. Bisschen Fleisch. Riecht schon mal nicht schlecht. Das stimmt. Und da... Sekunde, von wo hat man wahrscheinlich den besten Ausblick? Wahrscheinlich eh von hier. Ah. Ach, das ist eine schöne Gegend. Gell? Ach, ich mag das immer so, sich die Landschaft anzuschauen. Erstens ist es oftmals wirklich sehr schön und zweitens gibt es meist sehr gute Thumbnails. Das ist ja auch immer eine Sache, die ich jetzt mal off-topic ansprechen möchte. Es ist ja wirklich häufig so, dass man kein gescheites Thumbnail für eine Folge findet in der Folge selbst. War nicht einmal, dass ich dann auf irgendeine andere Folge zurückgreifen musste, wo halt ein geiles Thumbnail war, das thematisch auch besser gepasst hat als alles, was in der Folge war. Weil Thumbnail-mäßig bin ich doch schon eine kleine Bitch und tue da gerne mal um einen Anscheißen. Da glaube ich, sie ist eine der ersten Gnomenhöhlen. Hier ist ein Skelett. Das können wir ausbeuten. Ein Heilkraut. Goldmünze, Goldmünze. Gut, dann hier mal Eisen. Zack. 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 Nette Ausbeute. Ich kommentiere das jetzt mal nicht. Eine der ersten Höhlen, denen wir auf Gnome treffen. Und ich sage euch, am Anfang sind die beiden wirkliche Brocken. Also so wie jetzt. So wie jetzt eine Aschebestie, kann man fast sagen. Da sieht man, wie die Relation im Spiel ist. Die Lernkurve geht ziemlich, ziemlich steil hoch. Oder geht sie linear? Exponentielles oder war ich an der Kiste? Exponentielles oder lineares Ablaufen? Das ist hier die Frage, um es mit mathematischen Worten zu beschreiben. Sichel? Die habe ich jetzt aber ausgenommen. 100 pro. Sonst ist hier nichts. Und hier unten kommen wir. Und diese drei Gnome sind am Anfang echt schlimm. Und ein Gnome hat uns einen Levelaufstieg ermöglicht. Einer der ersten Gnome hat uns einen der wahrscheinlich letzten Levelaufstiege beschert. Das ist mal schön. Ah, ist sogar noch eine Kiste. Perfekt. Tag tot, weil es eine von Stahlbarts Kisten war. Wer das jetzt nicht verstanden hat, der muss halt sich ab Folge 40 alles anschauen. Pi mal Daumen. Warum haben wir immer noch nicht das Titanenschwert ausgerüstet? Schaut doch irgendwie geil aus, wenn es da unten rauskommt. Ist, glaube ich, auch länger ein bisschen. Oh, wie meiner. Haha, ja, solche perversen Witze mag ich eigentlich im Normalfall gar nicht. Also, mögen vom Hören schon, aber... Na gut, ich mag sie auch häufig selber, ich gestehe. Ach Gott. Hier, eine Mana-Wurzel. Eine Heilwurzel. Es ist so schön hier. So idyllisch. So taghell. Ganz im Gegensatz zum Anfang, wo wir ja hier gestrandet sind, in einer, na super, in einer an sich sehr düsteren, regnerischen und traurigen Inselwelt.
So, nichtsdestotrotz. Die Seegeier müssen verrecken, weil ich denen, weil ich kann die nicht einfach da stehen lassen, weil die greifen mich an, wenn ich da in die Nähe komme. Was, ein riesiges Tor? Ja. Das ist sowas wie ein riesiges Tor oder ein Pfeil nach oben. Wo sind wir denn hier? Ich schau mal kurz, ob... Ach, geografisch, glaube ich, könnte es nicht die Hafenstadt sein. Nee, das... Nein, das ist eigentlich eh das drüber. Nee, das ist dort. Keine Ahnung, hier oben gibt's wie gesagt nur das Tor und dahinter ist quasi gleich wieder Küste. Fragt's mich nicht, warum da dann ein Ding ist. So ein riesiges Teil. Ob das wohl in den Untergrund zu den Echsen führt, das war wahrscheinlich... Sorry, das Tor, durch das der Titan damals da runtergegangen ist. Dahinter ist vielleicht... Passt das geografisch? Nee, das müsste eigentlich, wenn, dann irgendwo hier sein. Oder es geht halt da rein. Ich schaue jetzt mal auf meinen Mauszeiger, da durch das Tor rein. Und dann erstreckt sich hier unter der ganzen Insel sein Gefängnis. Könnte natürlich auch sein. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber so erkläre ich mir mal dieses gigantische Tor. Und ja, es ist immer schön. Jetzt tue ich eigentlich zwei Folgen nichts anderes, als mich nostalgischen Erinnerungen hingeben. In der ersten Autolinie ein Schädel. Da ist ein Seegeier. Sollte es ein hungriger Seegeier sein? Nee. Weil ein hungriger Seegeier, der wäre noch vom Anfang. Vielleicht war einer von denen sogar jetzt noch vom Anfang. Ich kann es euch, wie gesagt, nicht sagen. Ich kann selber nur spekulieren, was hier jetzt genau abgeht. Das hier müsste aber eine... Nee, das ist ein Krallenfalter. Ja. Der ist sicher nicht seit Anfang da. Da hinten ist noch einer. Was ist das? Nein, Gnome! Und Krallenfalter! Okay, die waren alle nicht da. What the fuck, sind wir da nicht rauskommen? Nee. So. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, was ich noch tun kann an Stufenverbesserungen, weil ihr seht jetzt hier, ich meine, wir haben inzwischen schon wieder 14 Lernpunkte. Stärke geht nicht mehr, Lebensenergie kann man so nicht stärken. Ich könnte Mana theoretisch machen, weil Geschicklichkeit macht Bögen und Fernkampfschaden. Das braucht man nicht. Schwertkampf geht halt leider nur Stufe 7 und Stufe 8 durch den Ring, weil es gibt keine zwei Schwertkampfringe. Leider. Und ich glaube, die würden sich wahrscheinlich auch eher abstoßen, als dass sie zusammenwirken würden. Und sonst, ja, ich könnte vielleicht Feuerball ein bisschen verstärken oder vielleicht Runen. Ja, direkt die Runen zu benutzen. Oder na, Taschendiebstahl ist, glaube ich, ein bisschen deppert langsam. Schmieden lohnt sich drei nicht, weil Fernschwerte und starke magische Amulette verwende ich beides nicht. Ja. Feuerball, Magie. Feuerball und Magie. Das heißt, jetzt gehen wir eigentlich erst an die wirkliche Magical-Anwendung der im Spiel vorhandenen Elemente. Und das ist eines der ersten Heilkräuter wahrscheinlich, oder vielleicht sogar das erste Heilkraut. Und wir haben es damals übersehen. Wie können wir es nur wagen? So, und ich schätze mal, ich gehe jetzt noch zumindest
hoch zu dem Haus zurück. Da haben wir diese Folge eigentlich nur diesen Weg hier zurückgelegt. Das müsste so ziemlich jetzt derselbe Weg sein, den wir hier zurückkoppeln, bis zu dem Haus, den wir auch in der ersten Folge zurückgelegt haben. Wobei in der ersten Folge habe ich, glaube ich, hier vor dem Haus sogar beendet. Und irgendwie geht die Framerate gerade ordentlich in den Keller. Und ich weiß nicht warum. Mein PC wird aber nicht laut, okay. Keine Ahnung, warum die Framerate. Jetzt hat sie sich wieder gefangen. Halbwegs. Gut, dann würde ich aber auch sagen, beende ich hier oben. Nee, noch nicht hier. Mein Gott, dieser erste Weg bis zum ersten Haus, wo eine Person drinnen ist, wo man auch wirklich was machen kann, sich entscheiden kann für irgendwas, ist ganz schön lang. Ja, der ganze, hier, der ganze Typ. Nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, der steht auf, wenn er uns sieht. Ich meine, wir sind ja kein General. Na gut, wir sind Magier. Aber der ist doch eigentlich Bandit. Na gut. Völlig wurscht. Wir treten das nächste Mal unsere Reise weiter zum großen Sumpf und zu den, wie heißen es, Banditen an. Und bis dahin sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Risen. Ciao.